Und am Ende des Tages ist es das, was ich der Mannschaft gerade auch in der Kabine gesagt habe, wer zwei Kämpfe gewinnt, gewinnt Handballspiele. Wir haben vorne zu wenige Zweikämpfe gewonnen und speziell in der zweiten Halbzeit hinten deutlich zu viele verloren. Also, wunderschönen guten Abend zum Trainergespräch nach der Partie HSG Konstanz gegen den VfL Potsdam. Souveräner Auswärtssieg für die Gäste, 23:31 der Endstand. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch an Bob Hanning, den Trainer der Gäste, den wir hier herzlich willkommen heißen. Und Bob, ich möchte dich direkt um dein Statement zum Spiel bitten. Ja, ich glaube, für alle war es ganz gut, dass wir nicht vor ein paar Monaten gegeneinander gespielt hätten, weil dann wird es diese Pressekonferenz hier nicht geben, hätte nur einer der beiden Mannschaften die Möglichkeit gehabt, in der zweiten Liga zu spielen. Ich glaube, wir haben uns beide den Aufstieg redlich verdient durch tollen Handball, den wir geboten haben. Und von daher wusste ich, was heute auf uns zukommt und wusste auch, dass das keine einfache Aufgabe ist. Und die größte Zielsetzung war, möglichst die Halle nicht in ihre Emotionen zu lassen. Weil das ist dann für ein Handballspiel tödlich. Dann haben wir sehr intensiv uns die Videos angeguckt und haben gesagt, wir müssen zwingend, wenn man sieht, was Konstanz für einen tollen Angriffshandball spielt, gucken, dass wir nicht auch wie alle anderen Mannschaften über 30 Tore kommen, Gegentore kommen. Das haben wir heute sehr, sehr gut gemacht. Wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr gute Abwehr gestellt, vom Zentrum angefangen über die Halbpositionen. Und konnten dann auch irgendwann ins Tempo gehen, haben leider von den Außenpositionen in der Phase den einen oder anderen Ball nicht getroffen und haben aber dann in der zweiten Halbzeit die offensive Abwehr gut bespielt, weil wir einfach individuell die Qualitäten dazu haben. Die letzten 10-12 Minuten haben mir überhaupt nicht gefallen, weil da waren wir gegen die 6-0 fast bedeutungslos. Und da war jeder der Meinung, dass er machen muss, was er will. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich das gar nicht mag. Danke, Bob. Schwerer Abend heute für uns, die in Gelb-Blau hier in der Halle sind. Jörg, wie hast du das Spiel heute wahrgenommen? Wie hat es sich für dich angefühlt? Ja, Glückwunsch Bob, Glückwunsch an Potsdam. Vielen Dank für die Unterstützung. Danke für die Kulisse heute Abend. Ich habe eine gute Vorbereitung von uns gesehen auf das Spiel. Wir sind gut reingekommen, haben, denke ich, auch das Match in Coburg gut abgeschüttelt, haben uns auch gute Abwehr gegen Potsdam heute auf die Beine gestellt und eine sehr ausgeglichene Anfangsphase gesehen. Müssen dann nach dem 9-9 bis zur Halbzeit abreisen lassen, gehen dann mit einem kleinen Rückstand in die Kabine und kommen aus der Kabine raus, sicherlich in Unterzahl, aber trotzdem mit einer Abwehr, die nicht mehr stabil ist und einem Angriff, der sich vorne noch schwerer tut als in der ersten Halbzeit, um in Wurfposition zu kommen, kassieren die Gegenstöße und haben dann sehr schnell einen großen Rückstand, bei dem dann eine Viertelstunde vor Schluss auch klar ist, dass wir das Spiel nicht mehr gewinnen können. Und am Ende des Tages ist das, was ich der Mannschaft gerade auch in der Kabine gesagt habe, wer zwei Kämpfe gewinnt, gewinnt Handballspiele. Wir haben vorne zu wenige Zweikämpfe gewonnen und speziell in der zweiten Halbzeit hinten deutlich zu viele verloren. Und dann kann man das auch nicht mehr alles, wenn man Zweikämpfe so deutlich verliert, über Helferketten lösen. Deswegen hat Potsdam heute mit einem tollen Team, einem sehr stabilen, hochklassig individuellen Handball verdient gewonnen. Danke, Jörg. Ja, Bob, jetzt habe ich mit Interesse den Podcast gehört, den es vor ein paar Wochen gab. Da hast du schon zum sehr frühen Zeitpunkt erstens gesagt, du liebst die zweite Liga mehr als die erste. Und du hast auch gesagt, du freust dich ganz besonders auf dieses Spiel, unter anderem in Konstanz. Wieso das? Und ich möchte gerne noch eine Frage anfügen, weil du eben auch ganz besondere Verdienste erworben hast für den Jugendhandball. Wie wichtig ist es auch, dass solche Mannschaften wie Potsdam, auch die HSG auf einem anderen Niveau vielleicht, aber auch auf junge Spieler setzt und diese Plattform, diese Spielzeit in dieser Liga gibt diesen Jungs? Ja, sind in der Tat zwei Fragen. Muss ich mich erst wieder sortieren nach so einem Spiel. Jetzt habe ich die erste wirklich vergessen. Kannst du mir das glauben? Das war, warum du dich besonders freust auf Konstanz und genau. Weil ich habe gesagt, der Zweitliga-Handball ist einfach ein ehrlicher Handball. Das passieren mehr Fehler, gar keine Frage.
Aber der Handball kommt ja genau von solchen Städten wie Konstanz, wie Balingen, es sind so viele Mannschaften mit so viel Emotion, so viel Herzblut, so viel Ehrenamt da drin und danach trinkt man Bier und das ist, weißt du, wenn Kiel gegen Hamm spielt, da weißt du bei 20 Partien 20 Mal, wie es ausgeht. Das weißt du eben in der zweiten Liga nicht. Da passieren Ergebnisse, da träumst du von. Manchmal auch Albträume wahrscheinlich dann als Trainer, aber da bist du in einer Situation, das ist einfach pure Leidenschaft. Und deswegen habe ich mich so auf die Zweitligasaison gefreut. Hab gehört, ist irgendwie Ärztekonzert heute, haben wahrscheinlich ein bisschen Glück gehabt. Von der Situation, dass wir einfach so gut reingekommen sind. Aber das ist halt Leidenschaft pur. Und deswegen liebe ich die zweite Liga und habe gesagt, das ist viel spannender als in der Bundesliga. Wenn du ein Heimspiel hast, heute, ich glaube, wir führen gerade mit 10 oder 12 gegen Stuttgart. Ja, es ist schön, aber es ist nicht das, was die zweite Liga ausmacht. Zweite Antwort ist, ich würde das alles nicht tun, wenn es mir nicht um Jugendhandball gehen würde. Ich habe damals gesagt, ich mache das nicht, damit Silvio Heinefetter 50.000 Euro mehr verdienen kann, über einen roten Teppich gehen kann in Berlin mit Frau Tomalla. Das ist nicht mein Anspruch, warum ich Handball mache, sondern mein Anspruch ist, junge Menschen zu entwickeln, individuell zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Ich finde, wenn du mal siehst, wir haben heute Spieler gehabt, die kommen alle, also nicht alle, sondern vier Stück aus der A-Jugend raus vom Alter her. Die haben letztes Jahr noch die Spielberechtigung für A-Jugend gehabt. Drei, vier haben Spielberechtigung, haben ein Jahr jetzt gespielt. Und ich finde, das macht einfach Spaß. Und letzten Satz dazu, ich habe jetzt vier Wochen Bundesliga-Training gemacht mit den Füchsen, weil mein Trainer ausgefallen ist, Gott sei Dank heute wieder an der Seitenlinie stehen kann und hier. Und wenn du, ich habe dann gesagt, ich mache jetzt mal eine gleiche Trainingseinheit. Jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn du Hans Lindberg, Lasse Andersen, wenn du auch Paul Drucks, wenn du die trainierst oder du trainierst wertschätzen gemeint, die Rotzigen hier. Und dann siehst du diese Leidenschaft, diesen jeden Tag besser werden wollen. Wir haben ein, zwei erfahrene Spieler dazugeholt mit Joshua Thiele und auch mit Emil Hansen, die auch noch jung sind, die aber das Team mitführen können. Und das macht unglaublich viel Spaß. Vielen Dank, Bob. Ja, Jörg, auch dir möchte ich die Frage stellen. Wie wichtig ist das auch für den deutschen Handball, dass es so Vereine gibt wie Potsdam, wie uns, die auf einem anderen Niveau, aber eben diese jungen Spieler einsetzen und anschließend daran die Frage, gehören dann solche Tage wie heute auch einfach mal dazu bei jungen Spielern? Ja, also ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass die Spieler nicht nur mit der A-Jugend-Bundesliga eine gute Plattform haben, sondern dass sie auch, wenn sie dieses Level erreicht haben, in den nächsten Ligen dann spielen können, sprich dritte Liga, zweite Liga und dann ihren Weg gehen können. Viele Spieler, die wir heute hier auf dem Feld gesehen haben, werden wir in den nächsten 5 Jahren auch dann in noch höheren Ligen, auf noch höherem Level bewundern dürfen. Wir haben letztes Jahr in der dritten Liga gespielt, spielen jetzt in der zweiten Liga, haben aber auch Spieler abgegeben, die letztes Jahr zu den absoluten Leistungsträgern gezählt haben, haben neue Spieler zubekommen, auch auf zentraler Position. Deswegen müssen wir schon auch Geduld haben, ohne irgendwie nachzulassen, sondern es macht Spaß, auf diesem Level zu sein. Es ist ein riesiger Unterschied von Drittliga-Handball zu Zweitliga-Handball. Das ist wirklich ein großer Gap. Auch wie letzte Woche auch, das ist natürlich nicht schön, hoch zurückzuliegen und das Spiel deutlich zu verlieren. Und gleichzeitig geht es mir da aber genauso wie meinen Spielern auch. Das ist die Bühne, auf der wir sein wollen. Das ist die Plattform, die wir uns verdient haben. Und hier wollen wir uns messen und wollen dieses Level auch ganz, ganz schnell adaptieren und sind heiß darauf, die ersten Punkte zu holen, auch in dieser Liga. Dafür werden wir wieder hart arbeiten und nächste Woche wieder an den Start gehen und versuchen in Dormagen den Gegner, so wie Bob das auch gerade schon formuliert hat, eben unter Stress zu bringen, selber in die Emotionen reinzukommen und dann für die ersten Punkte für uns zu kämpfen, ganz klar.